Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu GTA 5 LSPD FR. Ich bin der Dennis und schön, dass du heute hier beim verschneiten Los Santos reingeschaut hast. Ich freue mich auf eine neue Episode und viele von euch haben sich das ja gewünscht, dass wir endlich mal im Schnee spielen. Und das machen wir heute auch. Natürlich wieder als obligatorischer LSPD Officer. Wenn natürlich, ich sag's immer wieder, auch nochmal die anderen Leute alle spielen. Also easy going, also die ganzen anderen Sachen, Air Force, FIB und so, weil wir können ja jetzt die ganzen Sachen genießen hier, ne, da wir ja alles offen haben und so weiter. Das habe ich ja in der letzten Folge gezeigt. Aber den würde ich eigentlich gerne nehmen. Ich nehme den hier, das ist mein Lieblingspolizeiwagen irgendwie, ich weiß auch nicht warum. So, dann mal raus. Und ihr seht schon, es schneit. Ja, es ist wirklich sehr, sehr geil. Da muss man ein paar Sachen jedoch zu sagen. Es ist ein bisschen buggy in einer Hinsicht, weil guck mal, einmal im Auto liegt halt auch Schnee, ne, das ist halt ein bisschen so doof, aber sonst finde ich das mega geil, und das ist mal was anderes, man kann jetzt natürlich dann ein bisschen damit rumexperimentieren, ne, aber es ist einfach mal was richtig Geiles, also Schnee haben sich ja viele gewünscht und das machen wir jetzt einfach mal ein paar Einsätze im Schnee, aber ich würde schon fast gerne mal gerne wieder rüberfahren hier nach Blaine County. Und mal gucken, was denn da so abgeht. Aber warte mal, hier, warte mal, ganz kurz. Seit wann gibt es denn hier eine Wache? Da war ich ja auch noch nie, da fahren wir mal dahin. Ja, und mir wird direkt kalt, wenn ich das hier alles sehe. Aber mal schauen, wie sich das Ganze hier entwickelt. Ist halt natürlich eine ganz frühe Version dieser Mod, ne? Aber es ist auch sehr rutschig. Das Fahrverhalten ändert sich natürlich auch dadurch. Das ist eigentlich, glaube ich, der Schnee, der ja auch in der Online-Mod, in GTA Online damals verfügbar war. Allerdings, ja, wie soll man sagen, nicht so, war der nicht so buggy wie hier, dass in den Autos auch Schnee lag und so. Aber ich denke mal, die fixen das bestimmt bald. Die fleißigen Modder, auf jeden Fall richtig cool. Oh, wo will der sich denn umbringen? Hier will sich einer umbringen. Komm, das war hin mal schnell. Und dann fahren wir nach Blaine County. Wir möchten nicht dafür verantwortlich sein, wenn sich jemand umbringt. Ne? Das habe ich ja schon mal erklärt. Da gab es ja mal eine Folge, wo sich einer eine Pille reingehauen hat. Ey, boah, das war krass. Okay. Wie findet ihr das denn mit dem Schnee? Schreibt es doch mal in die Kommentare. So, rüber da. Hier ist der irgendwo, ne? Hier. Vorsicht. Wo ist der denn? Ach, da drüben. Oh, der wollte sich vom Auto schmeißen. So, dann checken wir das mal ab. Selbst auf unserer Glatze liegt Schnee. Mal gucken, was sein Problem ist. Der hat sein ganzes Haus verloren. Der hat sein Haus verloren, sein Zuhause und sein ganzes Geld. Okay, er wird sich nicht umbringen. Dann geh einfach von der Straße runter, mein Guter. So, wenn du nichts tust, geh einfach weg. Ich glaube eher, dass der besoffen ist, aber egal. Den müsste man eigentlich jetzt krank machen können, wo man den einweisen lassen könnte. Aber egal, wir haben den Selbstmord verhindert. Das ist schön und wir fahren jetzt schön ins Gebirge hier. Boah. Hier geht's ab, ey. Das wird eine Nummer mit dem Schneeverfolgungsjagd hier. Aber haben sich ja viele gewünscht, dass wir das machen. Und das wird natürlich auch getan. Euer Wunsch ist mir Befehl, liebe Freunde. So, Vorsicht, Taxi. Okay. Okay, wir sollen da ein bisschen aufpassen. Ich habe überlegt, tatsächlich noch eine Mod zu installieren. Bei der... Ah, der fährt geradeaus. Schade, ich dachte, wir können den Weg absperren. Bei dem wir mit einem Schuss getötet werden. Das ist natürlich eine Nummer. Aber es wäre natürlich für den Realismus ziemlich krass. So, den müssen wir jetzt hier kriegen. Das ist ein Job, den ich noch nie gemacht habe jetzt hier. In Blaine County. Aber wir werden natürlich noch zu der neuen Wache fahren in dieser Folge. Alles, die letzten Folgen waren ja ziemlich lang. Ne? Oh. Ist das der hier vor mir? Nee. Sorry. Boah, das ist so rutschig hier. Okay, warte mal. Es müsste ja der hier vor uns sein, ne? Okay, das ist der. Hm. Gucken, ob der freiwillig stehen bleibt. Natürlich nicht. Ah, fuck. Ich dachte, der bleibt stehen. Okay, den holen wir uns. Den holen wir uns auf jeden Fall.
Ist ja easy going. Was macht der denn? Der ist irgendwie. Ist er besoffen? Ja, der ist ausgestiegen. Oh! Wo ist der? Alter! What the fuck? Oh! Hä? Okay. Die Leiche muss hier weg. Eine Taschenlampe brauchen wir nicht. Okay, einmal bitte hier abholen. Danke, 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 bitte. Weiterfahren, hier gibt's nichts zu sehen. Ich sperre das mal hier ab. Dann müssen wir auf die andere Spur ausweichen. So, hi Jungs. Nimm mal den Kollegen hier mit. So. Wo suchen wir den Wagen? Vielleicht finden wir ja was Interessantes. Hier im Schnee. Na? Okay, jetzt brauchen wir noch einen Abschlepper. Ah, ich muss die Taschenlampe noch umlegen, den Slot, ey. Ich vergesse das immer. Okay, da kommt er. So, wir machen die Straße mal wieder frei. Boah, Alter, was ist denn jetzt schon wieder los? Aber wir brauchen natürlich noch einen Partner, ne? Warte mal, den holen wir gleich mal. Wir fahren erstmal hier weg. Boah, das sieht aber schön aus mit dem Schnee, die Landschaft, ne? Alter Schwede. Gefällt mir. Aber wir müssen noch umdrehen. Damit wir zu der geheimen Polizeiwache kommen, die neu ist. So, ich hole mal meinen Partner, warte mal. F3. Was nehmen wir denn für ein Model? Wir nehmen heute mal eine Dame. Nein, nicht SWAT. Nein. Attention all units. An officer in need of assistance in Vinewood Hill. Units respond code 3. Seht ihr den Partner? Ich sehe ihn nicht. Nachher nochmal woanders probieren. Reckless Driver. Okay. Jetzt fahre ich erstmal schnurstracks da durch. Wie gesagt, ich habe immer ein Ziel und ich will auf dem Weg dahin auch immer die ganzen Sachen hier lösen. Was war mit ihm hier vor uns? Keine Ahnung. Habe ich jetzt nicht aufgepasst. Schleicher vermutlich. So, hier runter. Wir werden natürlich jetzt ein paar Folgen mit dem Schnee machen, aber dann den Schnee wieder ausschalten. Boah, Alter, man rutscht hier richtig. Guck, wie langsam die Autos alle fallen. Lustig. Blinken natürlich, wenn man hier überholt. Dann müssen wir auf dem Freeway. Den freien Weg. Ist doch cool, dass man so. Ach, guck mal, hier liegt der Schnee. Boah. Ja, das ist cool, dass man diese Spuren hinter sich herzieht. Wenn jetzt die Klamotten, also wenn jetzt im Auto kein Schnee liegen würde, wäre die Mod eigentlich perfekt. Aber das kommt noch. Guck mal, der Schnee hier auf dem Freeway ist echt hoch. Also es sind schon ein paar Zentimeter, sonst würde man ja nicht solche Spuren hier reinfahren. Okay, wir sind gleich da. Halt mal ein paar Autos hier im Blick. Boah, Alter. Gar nicht mal gekreuzt. Was macht er denn da? Ist der besoffen da vorne oder einfach nur weggerutscht? Der ist zu schnell hier vorne, oder was? Was macht er denn da? Okay, den verfolgen wir gerade mal ein bisschen. Halt ihn dann gleich mal an. Ist er besoffen? Hier können wir den nicht anhalten, da müssen wir noch ein bisschen fahren, wir beobachten den mal. Hier im verschneiten Los Santos. Okay, links von uns das Gefängnis, da können wir den ja direkt abliefern.
Ach krass, wir können ja tatsächlich direkt ins Gefängnis fahren. Das ist es, was Neues. Stimmt. Okay, Junge, hast nochmal Glück gehabt. Vorsicht. Polizei, mal wieder Platz machen. Ich nehme mal kurz eine Abkürzung. Charlie 4, roger that. We're in the area. Hä, warum haut er ab? Stehen bleiben. Elektroschocker, Elektroschocker, komm her. Ah, nicht im Feuerlöscher, Elektroschocker. Wo ist der hin? Ah, fuck. Komm her. Junge, du bist perfekt. Oh, fuck. Dich können wir direkt einliefern. Im Namen des Gesetzes, stehen bleiben. So, jetzt aber, Freunde, jetzt ist aber Ende hier. Police, stop whatever the hell you're doing. So, ich hab ihn. You, hold it. Runter, runter mit dir, Mann. Ich glaube, du spinnst, Mann. Hältst eine Waffe auf jemanden und dann haust einfach ab. Ah, da kommen die Kollegen. Siehst du die nämlich direkt mit? Oh, oh. Hä? Jungs, der war doch schon verhaftet. Was war das denn jetzt? Scheiße, Mann. Dem den haben wir erschossen. Obwohl er schon verhaftet war. Hatte der irgendwas bei sich? Guck mal, den kann man nicht mehr durchsuchen, ne? Der ist tot. Oh Gott, ich hole mal in meinen Polizeiwagen. Diese Welt ist krank. Aber das spiegelte gerade eigentlich so ein bisschen das von den USA wieder, diese Problematik, ne? Ein schwarzer, junger Mann wird verhaftet und dann kommt irgendeiner in Nevada und erschießt ihn. We have person shooting at animals on Sonora Freeway. Units respond code 2. Illegales Jagen, okay. Mitten auf dem Freeway wieder, oder was? Boah, ich finde das mit dem Schnee so geil, ey. Mann, wo ist der denn hier? Soll doch irgendwo hier sein. Hä? Fahr mal kurz auf die andere Seite. Ich fahr mal kurz hier der Strecke nach. Der muss doch... Hä? Wo bist du? Entschuldigung, wenn ich hier gerade so ein bisschen chaotisch war. So, jetzt. Ach, hier. Alter, du kannst doch nicht das Tier töten. Ne, 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 ne. Alter Kollege, was ist denn los? Du hast eine Shotgun in der Hand, oder was? Bist du doof? Alter! Oh! What the fuck? Police Officer am Boden! Boah! Fuck, Alter, ich muss hier mal die Straße sperren erstmal. Keine Durchfahrt mehr, außer sie noch. Stopp, 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 stopp! Hi, Jungs! Der Drecksack hat auf mich geschossen. Hä? Schwinden einmal die Barrieren hier. Ja, jetzt aber. Hä? Was machen die denn? Okay, ich habe erstmal die Waffe auf. Fahr den Polizeiwagen zur Seite. Ruf dann mal den Tierarzt. Und natürlich ein... So, warte mal. Ah, scheiße, Mann. Du Arsch, Mann. So, hier brauchen wir auch einen.
Okay, wir sollen es später probieren. So. Warten, bis die Leiche abgeholt wird. Was ist denn hier los wieder mit euch? Ah, da ist der Tierarzt. Guck mal. Der kam ja aus dem Nix jetzt. Können Sie noch retten, das Schwein? Wo rennen Sie denn hin? Hier liegt das Schweinchen. Genau, kommen Sie vorbei. Nein! Sie werden sterben. Ich sag dazu gar nichts, was da gerade passiert. Was macht er da jetzt? Ja, fahren wir durch eine Absperrung durch, du Holzkopf. Und? Er hat das Tier, okay. Ach, der hat das Schwein hinten drauf, guck mal. Okay. Danke, danke, Kollege. Nimm mal das Schwein mit. Kannst abhauen. Wir warten noch eben auf den... Ja, da hinten kommen sie. Hier drüben, Jungs. Oh, wieso stuck in traffic? Der steht doch direkt da. Ey, der hat das Schwein verloren. Komm, einmal versuche ich es noch, den zu holen. Wenn der jetzt wieder da drüben spawnt, dann lassen wir den. Da. Nein, nicht umdrehen, ihr seid doch direkt da. Oh. Okay, wir machen die Straße wieder frei. Boah, die Karre ja richtig am Abnippeln da, ey. Achso, das Motorrad muss von der Straße runter. Und die Leiche muss auch ein bisschen runter. Ich werde jetzt aber noch versuchen, ins Prison zu fahren, auf jeden Fall. Schnauze. Warte mal, das muss man ausmachen. Ah, ich kann da nicht mehr draufsteigen. Okay. Der Tier jetzt einfach hier das Schwein liegen lassen, ne? Unfassbar. So. Jetzt geht's ab zum Prison. Mal gucken, was man da so machen kann. Egal, wenn man so... Wie sagt man? So ein Prisoner, also so ein. Ah, kann man nicht sogar Schließer werden? Ich glaube, das geht, ne? Boah, sieht mega geil aus mit dem Schnee und dem EMB-Mod, den ich habe. Aber bald soll ja eine mit Fotorealismus kommen, den will ich euch auch gerne zeigen dann, aber das dauert noch ein bisschen. Und der wird, glaube ich, auch meinen PC in die Knie zwingen, aber vielleicht auch nicht. Das weiß man ja nie. Darf ich hier rein? Dankeschön. Boah, Alter, ramm doch nicht mein Auto. Also hier können wir Gefangene auch hinbringen, logischerweise. Jetzt bin ich mal gespannt. Machen die uns das Tor geht schon mal auf. Ach, guck mal, da können wir sogar rein. Oder können wir da rein? Da, Jungs. Da können wir hier nur unseren Dienst anhören. Okay, wir können hier unseren... Aber wir können doch bestimmt ins Gefängnis rein, oder? Machen die uns auf? Warte, wir müssen ja hier rüber. Ne, wir müssen schon da rein. Machen die uns auf? Oder müssen wir mit dem Polizeiauto da reinfahren? Warte mal, das interessiert mich jetzt. Ne, warte mal, das ist auch gar nicht die Einfahrt. Hä, warte mal, das ist nicht die Einfahrt. Wo ist denn die Einfahrt hier? Was macht er denn jetzt hier? Was will der? Okay, aber hier darf man nicht reinfahren, steht hier. Hm, schade, ich dachte, wir können da rein. Dann hätten wir ja so ein bisschen so Aufträge da annehmen können. Naja. Auf jeden Fall eine interessante Folge. Diesmal mit Schnee, GTA 5 LS PDFR. Wir werden uns jetzt hier eine Wache raussuchen und dort unseren Dienst antreten. Mal hier ein bisschen in Blaine County unterwegs sein.
Wir können mal schauen. Irgendwie sind das weniger. Ach hier, genau. So, und dann werden wir in der nächsten Folge mal schauen, ob wir bei Mount Chiliad oder sowas wieder irgendwas erleben, ob mal ein Flugzeug abstürzt. Also, es gibt noch so viele Aufträge. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch bei der nächsten Episode dabei wärt bei GTA 5 LSPDFR. Wir sehen uns. Danke fürs Zusehen. Habt einen schönen Tag. Bis dahin. Bye, bye.